So, und damit kommen wir sozusagen auch zu einem weiteren Highlight heute auf der Zero-Meet.digital, nämlich dem Impulstalk mit Frau Dr. Britta Schautz. Sie ist in der Verbraucherzentrale Berlin angestellt. Ich darf Sie erstmal begrüßen und freue mich, dass Sie zugeschaltet sind. Willkommen hier im Studio Darmstadt. Hallo und herzlichen Dank natürlich für die Einladung bei einer für uns als Verbraucherschützer doch ja nicht so gängigen Veranstaltung. Von daher Ja. ja, freue ich mich auch mal bei einer Veranstaltung da zu sein, wo eigentlich viele Hersteller da sind. Ja, das stimmt. Wir haben etliche Hersteller zugeschaltet, andere als Aussteller mit dabei. Und es soll heute in einem Talk einfach mal so ein bisschen, wollen wir so ein paar Dinge mal besprechen, die Sie als Ernährungswissenschaftlerin und Expertin wahrscheinlich in den Telefonaten oder Videocalls, die Sie mit Verbrauchern führen, tagtäglich beantworten müssen. Die erste Frage, die mich heute so ein bisschen umtreibt, ist, was ist eigentlich so die meistgestellte Frage, wenn es um das Thema Fleischersatz oder auch alternative vegane Lebensmittel geht? Ja, also das Thema vegan und vegetarisch und natürlich auch nachhaltige Ernährung ist für die Verbraucherzentralen schon immer ein sehr wichtiges gewesen. Ja, wir wissen alle, es ist deutlich besser für die Umwelt und natürlich halten wir dazu auch Vorträge. Und gerade bei diesen Vorträgen kommt eigentlich immer die Frage, soll ich Ersatzprodukte essen? Sind die denn gesünder als Fleisch? Sind die gesünder? Was antworten Sie? Wie ist Ihre Antwort? Weil wir wissen natürlich, dass gerade auch die Fleischersatzprodukte oder alternativen Käseprodukte zum Teil hochverarbeitet sind. Wir haben es heute Morgen, werden Texturen angerührt etc. Sie untersuchen die Produkte, haben auch sehr viele Studien gelesen dazu. Was ist Ihre Empfehlung bei so einer ganz, ich sage mal, standardisierten Frage? Also wenn einfach nur die Frage kommt, soll ich diese Produkte essen, dann sagen wir als allererstes, zu einer gesunden vegetarischen oder veganen Ernährung brauche ich das eigentlich nicht. Das ist etwas, was ich mir überlegen muss, wenn ich mich abgewöhnen möchte vom Fleisch, was natürlich auch viele Gründe hat, das zu tun. Dann wird es mir auf jeden Fall leichter fallen, wenn ich etwas habe, was ähnlich schmeckt wie Fleisch, eine ähnliche Konsistenz hat und was natürlich irgendwie ja auch. Ich muss meine Mahlzeit nicht komplett verändern. Ich kann weiterhin ein gutes deutsches Drei-Komponenten-Essen machen mit einem Fleischersatzprodukt, mit vielleicht Kartoffeln und Gemüse. Das ist zwar ja das Alte und es ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber es ist für viele einfacher, wenn der Teller nicht nur noch zwei Komponenten enthält. In diesem Bereich ist es natürlich wichtig. Und wenn es um die Klimasicht geht, sagen wir natürlich, egal welches Produkt Sie dann nehmen. Wir wissen auch, die sind sehr hoch verarbeitet. Ist es von seiner Klimabilanz her, sowohl die CO2-Bilanz als auch die Flächenbilanz, als auch die Wasserbilanz, natürlich deutlich besser als Fleisch und auch relativ egal, welches Fleisch man sich dann anschaut. Das heißt, da ist es auch immer die bessere Wahl und genau das vermitteln wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch. Wenn es jetzt um die gesundheitliche Sicht geht, und das ist meistens die dringendste Frage, denn wir haben auch mal eine Befragung gemacht, warum die Menschen das essen. Die war schon 2016, damals war der Hauptgrund Gesundheit. Ich denke, wenn wir diese Befragung heutzutage wieder machen würden, wäre der Hauptgrund Klima, ökologische Aspekte. Aber hier war es der gesundheitliche Aspekt. Und da haben wir einmal im Jahr 2016 uns verschiedene Produkte angeschaut und die mit den fleischlichen Originalen verglichen. Und da haben wir gesehen, es sind natürlich vollkommen andere Produkte. Das ist klar, das ist Ihnen klar, das ist mir klar, aber dem Verbraucher nicht unbedingt. Und was dabei rausgekommen ist, natürlich positiv zu sehen, wir haben kein oder fast kein Cholesterin, wir haben einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Wir wissen, gesättigte Fettsäuren sollten wir nicht so viel zu uns nehmen. Das kann einen Risikofaktor bedeuten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das waren die Pluspunkte der vegetarischen und veganen Ersatzprodukte. Negativ war, wir haben auch wirklich bedenkliche Zusatzstoffe gefunden und davon deutlich mehr als in den Fleischprodukten. Wir haben Cognac gefunden, Carrageen oder auch andere, die man eher meiden sollte und durchschnittlich etwas mehr als im Fleisch. Und was ganz klar war, deutlich zu viel Salz. Also die Produkte lagen nicht nur über dem Grenzwert der FSA zum Beispiel, die britische Ampel gemacht hat, über 1,5. Sie lagen bei 1,75 Gramm pro 100 Gramm.
Sie lagen auch über den Fleischprodukten. Denn natürlich, wir können nicht einfach nur sagen, wie sieht das vegetarische Produkt aus? Wir müssen auch sagen, was ersetzt es denn eigentlich? Und hier hatten die vegetarischen Ersatzprodukte, mussten sie den kürzeren ziehen. Da hatten sie deutlich mehr Salz. Das heißt, man kann jetzt nicht klar sagen, es ist gesünder als das Fleischprodukt. Das war so ein bisschen abwägen, ne? Bei Fleisch mehr Cholesterin und mehr gesättigte Fettsäuren. Jetzt haben wir uns aber im Zuge auch dieser Einladung zum Vortrag die Produktpalette nochmal angeschaut. Und ich bin ja ganz froh, wir haben auch wirklich die Kritik sehr laut gemacht damals. Mir fällt es immer relativ schwer, Hersteller zu loben. Aber jetzt kann ich ja sagen, okay, Sie haben unsere Kritik gehört. Salz ist wirklich deutlich geringer geworden. Wir haben jetzt im Durchschnitt etwa 1,6 Gramm Salz, liegt immer noch über 1,5. Aber viele Produkte lagen unter 1,5 Gramm. Das heißt, super, da sehen wir ein deutliches Plus auf der Seite, wenn es um die Gesundheit geht. Wir haben aber auch was gesehen, was, glaube ich, Verbraucher nicht so sehr entdecken werden. Es sind deutlich weniger Zusatzstoffe geworden. Ja, wir haben aber auch gesehen, es werden andere Stoffe eingesetzt, die jetzt die Funktion der Zusatzstoffe auffangen. Also wir haben Zitrusfaser gefunden, wir haben Haferspelzfaser gefunden. Das sind keine deklarierungspflichtigen Zusatzstoffe, haben aber natürlich einen ähnlichen Effekt. Sie binden das Wasser, aber sie klingen für den Verbraucher sehr natürlich, obwohl wir alle wissen, das sind sie nicht. Sie sind auch hoch verarbeitet. Das heißt, das haben wir gesehen und das würden wir natürlich auch an die Verbraucher weitergeben. Ich denke auch, dass es nicht bedenklich ist. Von daher ist es schon mal gut, der Ersatz der bedenklichen Zusatzstoffe gegen sowas. Aber wir haben es gesehen und da würden wir uns natürlich auch wünschen, einige Hersteller machen das schon, dass da klar deklariert wird, mindestens auf der Homepage, wofür ist denn eigentlich welcher Stoff da in dem Produkt? Also wir haben schon Hersteller gesehen, die das ganz offen kommunizieren und das würden wir uns von allen wünschen, damit Verbraucher auch wirklich die beste Wahl treffen können. Ist ja auch so ein Punkt, ne? Die Verpackung oder die ganzen Produkte sind ja hoch gekennzeichnet, ne? Es gibt jetzt diese 5 ABC-D-Kennzeichnung, die jetzt noch nicht vor allzu langer Zeit eingeführt worden ist. Es war ein riesen, ich will mal sagen, Theater, bis das eingeführt wurde, hat lange gedauert. Da möchte ich meinen persönlichen Kommentar nicht dazu abgeben. Aber würden Sie denn sagen, dass Verbraucher diese Kennzeichnung verstehen überhaupt? Ja, erstmal klar zu wissen ist, wir haben natürlich verschiedene Gruppen von Verbrauchern. Ne? Also wir haben einerseits die wirklich sehr Interessierten, die sich ganz klar damit auseinandersetzen und wir haben auch Verbraucher, die immer zu uns kommen, wenn sie sich beschweren wollen. Das heißt, wir haben natürlich kein objektives Bild, sondern eher beide Extreme, die wir haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, als diese Produkte damals so, ich glaube so 2014, 15 ging es stark los, eingeführt wurden, hatten gerade die älteren Kolleginnen unter uns Angst, dass die verwechselt werden von den Verbrauchern. Weil sie erinnern sich vielleicht noch an die Imitatdiskussion bezüglich Käse oder auch Schinken. Ich kann Ihnen sagen, das war relativ unbegründet. Da hatten wir ein paar Fälle, ja, das stimmt. Und das sind dann auch die Verbraucher, die dann wirklich das sehr stark kritisieren. Aber das ist sehr, sehr wenig. Also Verbraucher können das eigentlich sehr gut einschätzen und kaufen eigentlich nicht aus Versehen das vegane Produkt. Aber auch da gibt es noch Verbesserungsvorschläge, die kann ich auch gleich noch sagen. Mhm. Und wir haben auch gesehen, mit der Einführung der Leitsätze für vegane und vegetarische Produkte sind die Bezeichnungen oder auch die Kennzeichnung auf den Verpackungen klarer geworden. Da ist ja dargelegt, vegetarisch oder vegan soll auf der Vorderseite des Produktes stehen. Ja, wir haben jetzt ja nochmal überprüft. Im ersten Marktcheck lief das nicht gut. Jetzt sieht es sehr gut aus. 86% der Produkte, die wir uns angeguckt haben, machen das. Bei einigen stand aber nur rein pflanzlich oder ohne Fleisch. Und ohne Fleisch ist natürlich schwierig, sehe ich nicht auf den ersten Blick, ist es vegan, vegetarisch. Das würden wir uns ein bisschen besser wünschen. Okay. Auch die Kennzeichnung der Ersatzbasis, wie das die Leitsätze fordern, ist auch nicht immer gut gekennzeichnet. Was wir aber wissen, ich weiß nicht, ob das Ihnen auch, doch wahrscheinlich haben Sie es alle mitbekommen, es gibt ja auch viele Verbände, die sich immer dafür einsetzen, gerade aus dem Agrarbereich, dass die Fleischersatzprodukte bloß nicht Fleisch heißen dürfen, nicht Bulette, nicht Frikadelle. Das wäre noch eine Frage gewesen an Sie auch. Das ist ja eine ganz dolle Diskussion, die da gerade startet auch, ne? Darf eine Wurst wirklich Wurst sein, wenn sie vegan ist und Schinken und so weiter? Vielleicht können Sie das gerne mal ausführen. Ja, sehr gerne. Spannenderweise war ich dazu zu einer Anhörung im Niedersächsischen Landtag, weil dort der Antrag eingebracht wurde, dass die auf gar keinen Fall so heißen dürfen, die Produkte. Wenn man aber die Verbraucher fragt, wollen sie ganz klar,
dass ihnen gesagt wird, was ersetzt das denn jetzt eigentlich? Also vegetarischer Brotbelag, würzig nach Art irgendwas. Nee, also das ist, sie hätten lieber genau das, wonach es schmeckt. Also vegetarisches Geschnetzeltes ist total okay, vegetarische Frikadelle auch. Vegetarischer Bratling auf Sojabasis kommt nicht so gut an. Also von daher, aus unserer Sicht ist, wenn ansonsten die Kennzeichnungselemente eingehalten werden, klar, vegetarisch, vegan auf der Vorderseite, Ersatzbasis direkt vorne auch, dann ist es überhaupt kein Problem und dann wollen die Verbraucher das lieber, eindeutig. Also das finde ich eine sehr spannende Aussage, weil da gibt es ja auch wirklich fast ein Fight, kann man sagen. Ne? Mhm. Darf das jetzt Schinken sein oder darf ich das Schinken nennen oder ist das irgendwie, wie ist das gekennzeichnet? Die Verbraucher wünschen sich also auf jeden Fall Produkte, die man auch als solche erkennt oder wie Sie es gesagt haben, die ersetzen. Wie ist denn, wenn Sie so jetzt den Trend, Sie verfolgen diesen Produktprozess oder so, das ist ja schon sehr lange, auch sind oft im Fernsehen auch zu sehen mit Nachrichten etc. Finde ich super spannend, was Sie da schon erzählt haben. Wo geht Ihrer Meinung nach die Reise hin? Wir bewegen uns ja in einem Markt, der, ich will mal sagen, fast exponentiell wächst. Wir haben jetzt von 2019 bis 2020 eine Wachstumsgröße von knapp 39%, was diesen Markt betrifft von Fleischersatzprodukten. Wo sehen Sie dort, ich sage mal, weitere Entwicklungsmöglichkeiten? Und weil die Situation ist ja, dass diese Preise für diese Produkte im Moment eigentlich noch sehr, sehr hoch sind. Und wann ist sozusagen der Kipppunkt erreicht, will ich mal sagen, wo diese Preise vielleicht gleich oder sogar unterhalb von Fleischprodukten sind, um dann vielleicht eine größere Menge an Menschen noch zu begeistern, sich für solche Produkte zu entscheiden? Das ist natürlich schwierig. Also die Glaskugel habe ich jetzt auch nicht, aber natürlich haben wir ja gerade viele Punkte, die da mit reinspielen. Das heißt, ja. Die Fleischpreise sind im Moment extrem niedrig, dadurch, dass wir kaum exportieren können aufgrund der afrikanischen Schweinepest. Dann hat Corona natürlich die Märkte auch viel komplizierter gemacht. Und wir haben ja immer noch den erhöhten Mehrwertsteuersatz für diese vegetarischen Fleischersatzprodukte. Und das ist aus unserer Sicht natürlich auch fraglich. Das heißt, wir haben also den 19% Mehrwertsteuersatz im Gegensatz zu 7%. Das verzerrt natürlich auch die Preise irgendwo. Und ist auch nicht wirklich zu verstehen. Vielleicht, ich meine, wir kriegen ja nun bald eine neue Bundesregierung, vielleicht wird sich da was ändern. Ich bin sehr gespannt, ich beobachte das auch, aber das ist natürlich auch eine Sache, ja, wie beurteilen Sie das? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde das auch kritisch. Ich denke, da sollte definitiv mal drüber nachgedacht werden, diesen Warenkorb einfach mal zu verändern. Und da haben wir auch Rückmeldungen von Verbrauchern, die würden sich das wünschen. Also die sehen auch keinen Sinn mehr in den heutigen Steuersätzen dafür, dass eben Fleisch, was ja wirklich ganz klar fürs Klima nicht gut ist, dass das begünstigt wird und diese Ersatzprodukte nicht. Hier sollten wir definitiv noch mal ran. In welchem Wege müssen wir mal gucken? Wir sehen jetzt übrigens ganz spannenderweise, dass bei den konventionellen Produkten, da ist das Fleisch teilweise kostet nur ein Drittel der Fleischersatzprodukte. Also das ist wirklich ein krasser Unterschied. Ich denke natürlich, die Preise werden sich angleichen, wenn diese ganzen Innovationskosten, die da reingesteckt werden müssen, denn wir wissen alle, um die gute Konsistenz rauszufinden, da muss man viel Forschung reinstecken. Wenn das einfach quasi abgegolten ist über die Jahre mit dem ersten Umsatz. Und ich denke, ein Faktor könnte auch sein, dass wir bessere Verfügbarkeit der Ersatzprodukte haben, der Proteinquellen. Also das heißt, stärkerer Anbau eben der pflanzlichen Proteinquellen wie Lupine, Soja oder weiteres. Denn dann wird sich natürlich auch der Marktpreis ein bisschen verringern, wenn das nicht nur für den Tierfutteranbau genutzt wird. Das werden ja auch andere Sorten sein. Das denke ich auch. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie jetzt einbringen. Die Proteinquelle, also Fleisch wird ja allgemein als Proteinquelle sozusagen hervorgehoben. Oder was sagt man, das ist auch ganz wichtig. Können denn Ihrer Meinung nach, oder ist das auch eine Fragestellung, die oft an Sie gerichtet wird, können denn vegetarische oder vegane Produkte auch in dem Fleisch- oder Käsebereich mittel- oder langfristig eine gesunde Ernährung auch sozusagen sicherstellen in dem gleichen Maße? Ja, beim Käse ist es im Moment noch
relativ schwierig. Da ist der Proteingehalt noch relativ niedrig beim Käseersatz, so wie ich die Studienlage gerade sehe. Bei den Fleischersatzprodukten sieht es deutlich besser aus. Also und spannenderweise ist es ja auch so, dass Studien aus den letzten Jahren zeigen, dass die erhöhte Aufnahme von pflanzlichem Protein deutlich besser ist als die von tierischem Protein. Also wir nehmen alle generell hier in den Industrienationen zu viel Protein eigentlich zu uns. Und wenn das dann tierisch ist, haben wir halt auch das Problem mit Cholesterin, gesättigten Fettsäuren und anderem. Und deswegen ist pflanzliches Protein mit einer längeren Lebensdauer assoziiert und mit weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Von daher ist es ein guter Bereich und natürlich würden wir uns wünschen aus gesundheitlicher Sicht, dass die Produkte, ja, wir haben eben gehört, das soll schmecken wie Fleisch, es soll aussehen wie Fleisch, aber dass vielleicht so ein bisschen der Rückschritt wieder da ist, dass die Produkte nicht mehr ganz so hoch verarbeitet sind, nicht vielleicht texturisiertes Sojaproteinisolat, sondern die ganze Sojabohne ist gut. Wir haben da noch tolle Stoffe drin, die im Proteinisolat eben nicht ist. Es gibt schon solche Sachen. Es gibt Gemüsebällchen zum Beispiel. Da sieht man auch noch das echte Gemüse drin. Also wir würden uns ja wünschen, dass die Verbraucher zu weniger hochverarbeiteten Lebensmitteln gehen. Denn wenn wir Empfehlungen abgeben, sagen wir, ist hochverarbeitet, genauso wie Fleisch, auch zweimal die Woche, ansonsten lieber selber machen. Ja. Also wenn hier der Schritt gemacht wird hin zu etwas ursprünglicheren Lebensmitteln, weil da einfach so viele tolle Inhaltsstoffe noch drin sind, die jetzt möglicherweise nicht drin sind. Rausgeführt werden, genau. Genau. Wenn Sie, ich sag mal, heute, wir haben ja auch einige Hersteller heute von Maschinen. Wir haben heute die Firma auch Handmann zum Beispiel dabei gehabt, die auch ganze Produktionsstraßen für vegetarische Produkte anbietet. Was würden Sie, ich sag mal, jetzt aus der Verbrauchersicht solchen Maschinenherstellern empfehlen oder auch zum Beispiel Unternehmen, die jetzt mit Texturen arbeiten oder so? Was sind so Ihre, Sie hatten es schon so ein bisschen rausgearbeitet, was sind so die Hauptempfehlungen, die Sie gerne mal loswerden würden, aus der Verbrauchersicht? Genau, also ich würde auch gerne sagen, das sind jetzt keine Empfehlungen für Hersteller, sondern das sind Wünsche der Verbraucher. Wünsche der Verbraucher, ja. Genau, also was wir schon sehen an Entwicklung ist, dass die Produkte veganer werden, weil wir einfach eine höhere Anzahl an Veganern haben und das ist auch gut. Also das heißt, dass geschaut wird nach Alternativen zu tierischem Protein, denn wenn wir jetzt die Menschen sehen, die aus ethischen Gründen diese Produkte kaufen und dann haben wir haben uns das jetzt nochmal angeschaut, Ei in den Produkten und bei einem Drittel dieser Produkte ist nicht erkenntlich, woher kommt das Ei. Und es könnte im schlimmsten Fall, wenn nämlich kein Vegetarisch-Logo vom ProVeg-Verband drauf ist, könnten es ja sogar auch Käfigeier sein. Das weiß der Verbraucher nicht. Okay. Und dann ist aus unserer Sicht für die ethische Variante nichts gewonnen. Das heißt, entweder hier ganz klar deklarieren, woher kommen die Eier und dann am besten natürlich die Haltungsform so gut wie möglich. Oder zu gucken, wie kann ich einfach die Produkte vom Huhn, wie kann ich die rausnehmen? Also vegan ist schon eher gefragt. Was wir ganz oft haben, dass Verbraucher sagen, das ist ja aus Soja, das kommt ja aus Brasilien, das wollen wir nicht essen. Ja, kann man verstehen. Herkunft von Soja oder anderen proteinliefernden Zutaten, den Hauptzutaten. Ich weiß, das ist keine Pflichtangabe auf den Verpackungen, aber das ist was, was die Verbraucher nachfragen, was sie wissen wollen. Und da können wir natürlich auch nicht immer die Auskunft geben. Ja. Und auch das trägt natürlich zur Nachhaltigkeit bei. Ne? Also wäre ein netter Nebeneffekt. Ja. So, genau. Geringerer Verarbeitungsgrad hatten wir. Bessere Platzierung ist schon manchmal noch so. Also wir haben neulich auch wieder eine Beschwerde gehabt, man muss so lange suchen nach den Produkten, die sind überall im Supermarkt verteilt. Das geht mir auch so, ja. Genau. Absolut. Und also eine einzelne Theke nur für diese Produkte, na klar, wahrscheinlich sitzt hier nicht der Lebensmitteleinzelhandel, aber man könnte ja so etwas wie Abtrenner, Schilder oder ähnliches zur Verfügung stellen oder eben auch Empfehlungen abgeben, wie das platziert werden soll, dann ist auch die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Und das hilft Ihnen beim Image auch. Also ein Verbraucher, der sich ärgert, weil er aus Versehen das falsche Produkt gekauft hat, der wird die Marke meiden hinterher. So, und ganz klar hatte ich eben schon angesprochen, so ein bisschen weniger Clean Labeling. Also wahr zu berichten. Also wenn auf der Verpackung steht CO2-neutral, dann wollen Verbraucher wissen, was ist denn jetzt CO2-neutral? Das sind halt natürlich
Schöne Aussagen, aber Sie wollen ganz genau wissen, was bedeutet das eigentlich? Clean Labeling, vor allem auch bezogen auf die Produkte. Also wenn Sie eben, hatte ich ja schon angemerkt, wenn Sie die funktionalen Additive wie Zitrusfaser einsetzen, kommunizieren Sie das. Wir brauchen das für die Konsistenz, damit es so schmeckt. Und dann sind Verbraucher auch, okay, wunderbar, der will mir nichts vormachen. Das ist okay, das schätzen Verbraucher, Transparenz. Und wir hatten eben Verpackung. Die Mehrwegsysteme fand ich ganz großartig. Verbraucher ärgern sich wirklich häufig einerseits, dass die Verpackung überdimensioniert ist. Bei den Fleischersatzprodukten, wir haben es auch gesehen, es ist viel Luft in den Verpackungen. Das ist wirklich Müll, den kann man vermeiden. Mir ist klar, dass dann das Produkt größer aussieht. Aber gerade die Verbraucher, die die Produkte kaufen, die wollen eben auch da ihren Beitrag leisten. Und ja, Verbraucher finden Papierverpackung besser, aber wir wissen, die ist für die Umwelt nicht unbedingt besser. Nehmen Sie Produkte, die gut zu recyceln sind und wo Verbraucher vielleicht nicht alle Komponenten einzeln auftrennen müssen. Auch das ist ein Wunsch. Oder dass genau draufsteht, wie muss ich das auftrennen? Denn die richtige Entsorgung, wissen wir, ist auch wichtig. Also das wäre auch noch ein Wunsch. Also das geht einem tatsächlich so, wenn man jetzt zum Beispiel, ich will mal sagen, zu einer Grillparty einlädt oder mehrere Personen zum Grillen hat und man grillt dann vegetarisch, dann hat man am Ende einen riesen Sack voll Plastik. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Also die Verpackungspräsentation heute hat mir auch sehr gut gefallen, fand ich super. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das wäre auch noch eine Frage gewesen zu den Verpackungen, aber Sie sind jetzt hier schon mir zuvor gekommen. Großartig. Jetzt vielleicht Abschlussfrage, wenn Sie jetzt die gesamte, ich sag mal, Marktentwicklung aus Ihren, ich sag mal, Erfahrungen und Studien, die Sie kennen, gelesen haben, wo sehen Sie die Entwicklung hin? Also Sie haben es eben schon ein bisschen angeschaut, Richtung mehr vegan und auch Produkte, vielleicht regionale Zutaten. Wir hatten heute Morgen den Herrn Theuerl von der veganen Metzgerei in Berlin auch. Vielleicht kennen Sie das sogar auch. Von daher vielleicht so ein Abschlussstatement nochmal zu dem Thema Marktentwicklung und Ausrichtung auf Wunsch der Verbraucher auf den Punkt gebracht. Genau, also mehr vegan, um einfach das Tierleid zu vermeiden, was zum Beispiel auch durch Käfighaltung entstehen könnte, regionaler, transparent. Und ich denke auch verschiedene Alternativen. Es wird weiterhin die Verbraucher geben, die sagen, es muss wie Fleisch schmecken, es muss wie Fleisch aussehen, aber ich würde mich auch freuen über weniger hochverarbeitete Alternativen, um einfach dem Verbraucher eine Wahlmöglichkeit zu geben, auch noch tolle sekundäre Pflanzenstoffe aus Hülsenfrüchten aufnehmen zu können, und zwar aus der ganzen Hülsenfrucht. Das wäre gut. Ja, ich denke, die Entwicklung ist schon gut, denn wir alle wissen, jedes Stück Fleisch, was nicht gegessen wird, ist ein Vorteil. Aber ich denke, da ist noch mehr und vielleicht geht auch am Salzgehalt noch was. Also ich denke, gesünder schaffen die Produkte auch noch. Dann greifen die Verbraucher auch wirklich eher noch zu, wenn weniger kritische Stoffe enthalten sind. Das klingt gut. Das klingt nach einem schönen Ausblick und ich glaube, wir arbeiten gemeinsam dran. Nächstes Jahr wird es auch diese Veranstaltung wieder geben und wir gucken mal dann, wie weit sich das Ganze entwickelt hat. Frau Dr. Schautz, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Das war nicht nur spannend, sondern auch amüsant und sehr, sehr lehrreich. Ich habe mich gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute bei uns auf der Syrumeet digital mit dabei zu sein. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder, würde mich freuen. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall ein schönes Mittagessen, ob es vegan ist oder vegetarisch oder auch ein Stück Fleisch. Das entscheiden sicher Sie. Dankeschön nochmal, herzliche Grüße nach Berlin und dann sage ich bis bald. Danke für die Einladung und noch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.